Ja, meine Frage geht in die Richtung, Herr Landesrat, sehen Sie von Seiten der Politik Möglichkeiten, dass man ein bisschen, oder wann sehen Sie die Möglichkeit, dass man ein bisschen differenzierter, gerade bei uns im Sport ein bisschen mit dem Thema Corona umgeht? Wir haben letztes Jahr 40% Umsatzeinbuße gehabt. Das ist natürlich sehr, sehr hart. Sehen Sie die Möglichkeiten, dass man einzelne Sportarten, ich sage mal Tennis oder Sportarten, wo es möglich wäre, dass man da bald die nächsten Öffnungsschritte setzen kann. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Also ich bedanke mich für die Frage, muss aber gleich dazu sagen, dass ich, was das betrifft, nicht ganz objektiv bin. Als begeisterter Sportler und ich spiele beim KTV selber Tennis, habe ich natürlich selbst das größte Interesse daran, dass es möglichst bald wieder losgeht, dass man auch Sport betreiben kann, weil ich einfach weiß, wie wichtig der Sport für mich ist und ich weiß, dass da vielen, vielen gleich geht. Zu Ihrer Frage, ich war immer ein Verfechter, dass man versucht auch zu differenzieren, nämlich wie wirklich die Infektionslage in einer Region ist. Und wir haben ja in Niederösterreich das gerade im Sport auch vorexerziert. Wir haben ja begonnen, beispielsweise, dass wir gesagt haben, wenn eine Region auf Orange geht, dass dann die Zuschauer nicht mehr dabei sein dürfen. Und wir haben da jetzt auch uns nicht wirklich gerade viele Freunde gemacht durch diese Maßnahmen. Aber ich glaube, dass diese Corona-Ampel wirklich einen Sinn hat, dass es schwer nachvollziehbar ist, wann es Regionen gibt, wo du eine hohe Inzidenzzahl hast und andere, wo eine ganz niedrige ist, dass diese alle gleich behandelt werden. Und ich hoffe schon auch, dass wir bald wieder in eine Lage kommen, wo wir genau nach diesen Zahlen auch differenzieren können, gerade auch im Interesse des Sports. Es ist gerade eine wahnsinnig schwierige Situation und es sind schwierige Entscheidungen zu treffen und man muss da wirklich sehr, sehr behutsam vorgehen. Also wir haben jetzt diese Woche die ersten Öffnungsschritte im Handel, die Schulen und Sie wissen, bis dass man die Auswirkungen dieser Öffnungsschritte sieht, dauert es immer ein paar Tage, also 10 bis 14 Tage. Erst dann kann man es bei den Zahlen nachvollziehen und wir merken einfach diese große Unsicherheit auch durch die Mutationen. Britischer Virus, südafrikanischer Virus, da wissen wir noch nicht genau, wie wir damit umgehen. Die einzige Chance, die ich wirklich sehe, ist das Testen. Wir merken, wir haben in Niederösterreich mittlerweile, glaube ich, über 250 Testmöglichkeiten etabliert. Wir haben viele Betriebe, wo regelmäßig getestet wird. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wann auch in den Schulen jetzt wird Montag getestet, es wird Mittwoch getestet, also ich bin ein großer Verfechter, dass wann die Leute getestet sind und nachweisen können, dass sie negativ sind, dass wir auch sukzessive wieder beginnen, im Sport Öffnungsschritte zu machen. Das ist eine sehr intensive Diskussion mit dem Bund, mit dem Gesundheitsminister, mit dem Sportminister. Wir haben ja regelmäßige Treffen im Kreis der Landesräte eben mit dem Sportminister, wo wir da wirklich uns sehr dafür einsetzen, dass man das machen kann. Aber es ist auch schwer nachvollziehbar, Sie haben es angesprochen, Tennis, das ist ein Sportart, wo zwei Leute weit auseinandersetzen, dass das nicht möglich sein wird. Also ich kämpfe dafür, wann es soweit ist, ist leider unseriös, jetzt da eine Abschätzung zu geben. Ich weiß leider selber noch nicht.